Summer Meetup. Heute sind wir in der zweiten Session unterwegs. Ich darf euch hier ganz recht herzlich begrüßen. Ich bin Sebastian Reimer, komme vom Lean Service Institut und heute haben wir das Thema, wie organisiere ich mich mit MAPI oder der MAPI-Methode im Homeoffice. Hierfür habe ich einen Experten dabei, den Ernst Müller, aber zu dem kommen wir gleich. Ich würde euch gerne mit so ein, zwei kurzen Rahmenbedingungen betraut machen. Sollte irgendwo technisch was nicht funktionieren oder ihr fliegt raus, probiert es nochmal mit der Wiedereinwahl. Da sollten wir stabil sein, zumindest die Kabel, die wir hier alle angeschlossen haben, das sollte soweit sehr gut passen. Ja, dann in Richtung, hier mal eine Folie weiter, organisatorischem. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, uns mit dem Thema zu befassen. Dann, die Aufzeichnung läuft, das haben wir auch angekündigt, sodass ihr auch im Nachgang gerne nochmal nachschauen könnt. Oder war ein Tipp dabei oder da ist noch ein Thema, das möchte ich vertiefen oder der Kollegin oder dem Kollegen zeigen. Dann nutzt die Möglichkeit und wir wollen euch, soweit es geht, hier mit einbinden. Trotzdem, wenn ihr gerade nicht sprecht, schaltet so gut wie es geht, das Mikrofon stumm, dann haben wir das ganz gut hier mit dem Thema, wie soll ich sagen, Geräuschkulisse. Ja, mich würde ganz besonders interessieren, wen wir heute hier so bei uns haben. Klar, das ist erstmal als so eine Online-Veranstaltung ausgeschrieben, aber dennoch mich als auch den Ernst interessiert natürlich, wer ist denn mit dabei, wer das von sich kundtun möchte, wer auch sagen möchte, was er arbeitet, wofür er arbeitet. Für welches Unternehmen kann das, wie gesagt, auch gern tun. Und dann interessiert uns natürlich ganz besonders, ja, warum bist du heute hier auf dieser Veranstaltung mit dabei. Und ich gucke einfach mal, Evangelia, darf ich bei dir starten? Möchtest du was zu dir sagen? Ist das für dich okay? Bist du mikrofontechnisch da? Ansonsten gib kurz im Chat rein. Nein, möchte nicht. Will nicht. Auch kein Thema. Okay. Dann ja, ich selber, ich arbeite für ein Servicelabor. Moment noch als Laborleiter und habe mir selber schon ein Stehhängeregister organisiert, um mich damit zu organisieren und bin jetzt einfach mal interessiert, wie diese spezielle Methodik der Firma MAPI funktioniert. Vielleicht kann ich da noch was mitnehmen. Alles klar, super. Dann willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich gehe mal weiter zu Nadja. Nadja, hast du Lust? Drei Sätze zu dir zu sagen. Nadja, du hörst uns? Okay, vielleicht gerade kurz draußen. Ich gehe mal weiter zur Birgit. Birgit, hast du Lust? Hallo, hört ihr mich? Ja, super, prima. Gut, super. Ich bin Birgit Wahl mit Nachname, arbeite in der Pharmaindustrie. Ich habe einen ganz einfachen Grund, warum ich hier mitmache, weil ich habe auch einen Teil meiner Arbeitszeit ist im Homeoffice und da sieht es quasi aus, ja. Ich sitze so zwischen drei hochgestapelten Papierstapel, die sich dann in, quasi von selber erledigen, wenn sie mir umkippen und idealerweise direkt in den Mülleimer. Okay. So habe ich gedacht, es bietet sich jetzt gerade mal an, so eine Fortbildung mitzumachen, wie man das vielleicht besser gestalten kann, weil da geht sicherlich auch viel, was man digital oder online oder wie auch immer aufbewahren könnte. Okay, super. Ja, dann auch willkommen an der Stelle. Ich glaube, dann ist es gar nicht verkehrt, wenn man die Kamera gerade dann anhat, ne, dass die Stapel ins Wanken geraten oder ein Luftzug kommt. Also prima, seid ihr doch hier genau richtig. Ja, dann sehe ich die. Genau, die Kamera ist hinter dem Stapel. Also man sieht mich nicht, sondern man sieht nur den Stapel. Von daher, das wäre doch also sah ich besser aus. Ja. Okay. Ja, dann sehe ich noch die Katja aktuell. Katja, magst du dich vorstellen? Ja, also gerne. Ich bin im Assistenzbereich tätig, in der Chemiebranche. Ja. Arbeite bevorzugt mit so einem Pultordner als Wiedervorlage. Und jetzt hat mich mal das andere System interessiert. Okay, super. Aber das Ganze notiert schon, ne? Pultordner, wie kann ich das immer bei unter Umständen ummünzen? Klingt sehr spannend. Okay. Ich höre gerade hier bei Evangelia. Hängt gerade das Mikro und technisch funktioniert was noch nicht. Solange du uns hören kannst und sehen kannst, dann ist es kein Thema. Habe ich aktuell noch jemanden vergessen, der sagt, ich möchte mich jetzt noch vorstellen und habe da jetzt gerade die Gelegenheit? Moment, erstmal alles gut. Prima, klasse.
dann steigen wir doch auch direkt hier ins Thema ein. Und ja, ich habe für mich irgendwo immer, wenn ich das Thema Office, Homeoffice sehe, ich hole hier einfach mal so eine Folie mit rein, dann stelle ich mir jetzt hier so meinen Arbeitsplatz vor, ob das jetzt mein Homeoffice ist oder auch der Arbeitsplatz im Unternehmen. Für mich zählt vor allem immer so das Thema Synchronisation. Also als wir vor 3 Monaten so den Shutdown miterlebt haben, hat meine Frau gesagt, du, das ist ja kein Thema, ich nehme jetzt hier die Tasche, ich tue das Mappai-System da rein und dann haben wir alle physischen Unterlagen auch im Homeoffice. Okay, das meiste haben wir eh schon digital, aber ich fand es sehr spannend, wie sie die Aussage getroffen hat und es hat auch bis heute super funktioniert. Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn ich so einen Schreibtisch habe, korrigiere mich, wie gesagt, dann gleich gerne, da habe ich so verschiedene Elemente. Ne? Ich habe ja meinen Schreibtisch, jetzt kann es sein, dass ich Hochstapler, Volltechniker bin, das heißt, ich habe so diese klassischen Ablagekörbe. Das sieht ja schon gut aus. Ne? Sieht ja schon gut aus. Ja. Häuslich eingerichtet auf der ganzen Ecke, dann habe ich aber auch trotzdem noch Schubladen. So, und dann fragen mich auch viele Kunden, ja, ich habe so eine ganz große Schublade, da sind so 2 Eisengestänge drin, was mache ich denn damit? Okay, könnte ja für Hängeregister sein, aber da wirst du gleich mehr dazu sagen. Dann habe ich hier so das Thema Computer. Ja, auch eine spannende Frage für heute, denn du kennst mich ernst, ich bin sehr, sehr stark digital organisiert, aber habe es zu schätzen gelernt, auch Dinge eben physisch bei mir zu haben, gerade vieles Temporäres, was ich dann kurzfristig eben nutze. Oder gehen wir nochmal einen Schritt weiter, ne? Telefon, so, mach mal schnell eine Notiz, auch so ein Klassiker, abends ist die Notiz wieder weg. Oder ich gehe weiter und gucke mir hier an, das Thema Ergonomie, Ordner bewegen, schleppen, Kraftakte irgendwo durchführen. Und so kann ich das Ding ja Schritt für Schritt hier weitergehen. Ich bin Nummer 1, gut, Kabelorganisation heute nicht wichtig, aber das Thema digitaler Arbeitsplatz, und da muss man natürlich auch die Brücke heute kriegen, wie kriege ich das hin, wenn ich jetzt hier so an den Desktop denke, Anwendungsprogramme, E-Mail, also wie habe ich die Möglichkeiten, die Dinge zusammenzuschieben. Und dann gehen wir nochmal auf einen ganz anderen Pfad, nicht der physische Arbeitsplatz, nicht der digitale, sondern vielmehr das Arbeitsplatzumfeld. Und was habe ich da? Schränke, die sind vielleicht voll. Ich habe auch noch Informationen an einem Whiteboard. Ich habe jetzt hier Lärm, Licht. Das sind alles Sachen, die mich immer noch prägen an meinem Arbeitsplatz. Aber jetzt der Arbeitsablauf. Wie kommuniziere ich? Wie gehe ich an Besprechungen ran? Wie gehe ich mit Projekten vor? Schnittstellen und genau jetzt mein Lieblingsthema. Wie kriege ich es hin, dass wenn ich gerade in der Sommerzeit jetzt in Urlaub fahre, zurückkomme, passt die Ablage und vor allem die Vertretungsregelung. Das sind so Thematiken, die mich persönlich auch heute mit interessieren. Aber mal gucken, welche Fragen auch unsere Teilnehmer dann noch haben. Ich mache das jetzt einfach so. Ich stoppe mal hier die ganze Präsentation, bringe uns hier mal wieder live mit ins große Bild rein. Und ja, würde ich einfach bitten, Ernst, wer bist du, was machst du? Ja, prima, Sebastian. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem Live-Chat jetzt hier zu dem Thema Mappai und Homeoffice. Ja, ich bin Ernst Müller, ich bin Generalvertreter von Mappai seit über 30 Jahren. Mein Herz schlägt auch heute immer noch gut getaktet für Mappai, weil es für mich das beste Organisationssystem ist, was für die papierhafte Ablage geeignet ist. Es ist insofern ein interessantes System, weil es sich sehr gut auch einpasst in digitale Organisationen. Wir haben auf dem Bild auch gerade gesehen, hier von dem Büro im Hintergrund, Ordner, Schrankwände voll mit Ordnern. Also das System Mappai passt sich sehr gut auch der vorhandenen Organisation an und ich muss nicht alles umkrempeln, sondern da, wo es Sinn macht, und da gibt es einige Bereiche, die wir heute noch ansprechen werden, da, wo es Sinn macht, sollten wir überlegen, uns professioneller aufzustellen. Und da ist Mappai eine bewährte Methode, die ich in kleinen Unternehmen, ich habe gehört, es sind auch Teilnehmer aus der Pharmabranche da, ich habe also sehr gute Referenzen im Pharmabereich, auch in der Biotechnik und von der Labororganisation bis hin zur Validierung. Also das ganze Thema ist da mit Mappai sehr gut aufgestellt. Und natürlich, Thema von uns heute, Homeoffice. Ja, von einem halben Jahr war Homeoffice ein untergeordnetes Thema. Wir hatten immer wieder auch mal die Anfrage, ja, wie organisiere ich denn meine Unterlagen zu Hause? Wobei da der Schwerpunkt
war, so die persönlichen Dinge zu organisieren, die Verträge, die Unterlagen vom Haus, Versicherungen, Kinder, Reisen, diese Themen. Aber durch die Corona-Krise hat das Homeoffice noch eine andere Bedeutung bekommen, nämlich zeitweise oder neudeutsch temporär Akten aus dem Büro zu transportieren. Auch da muss es geeignete Systeme geben. Und die dann zu Hause auch aufzubewahren. Wir haben das gerade von einer Teilnehmerin gehört, die Stapel. Also man hat nicht diese Flächen, wie wir sie hier gerade auf dem Bild gesehen haben, mit ausladenden Schreibtischen, mit Containern und. Da ist es vielleicht nur der Wohnzimmertisch oder der Küchentisch oder ein Container oder ein kleiner Beistelltisch oder der Balkon, wie auch immer. Und da haben wir uns Gedanken gemacht von Mapai, wie kann man das auch in Kits oder in Sets zusammenpacken, komme ich später noch zu, sodass sie auch Freude haben, ihre papierhaften Unterlagen mitzunehmen nach Hause und die dort genauso professionell oder erstmalig mit Mapai professioneller zu organisieren, wie sie es heute gewohnt sind. Klingt spannend. Was ist jetzt aber genau Mapai? Was bewegt sich da hinten dran? Also Mapai, der Name ist... hinter dem Namen steht, aus früheren Zeiten, also ich hole jetzt mal sehr weit aus, 60er Jahre, der Begriff Kartei und Mappe. Also wir hatten ja so in den 60er Jahren gab es ja noch keine Computer. Da hat man sehr viel mit Karteikarten gearbeitet und mit Ordnungsmappen, die aber dann eigentlich auch nur auf dem Stapel gelegt wurden. Später kamen die Hängeregistraturen dazu. Und man hat aus diesen beiden Techniken einen Begriff oder eine Bezeichnung gewählt. Und das ist Mapai und die steht für dieses Produkt. Ja, was ist Mapai? Mapai besteht im Grunde genommen aus drei wichtigen Elementen. Das wären einmal Ordnungsmappen. Das sind also diese, ich sag mal, diese Behältnisse, in die wir Informationen hineinpacken. Soweit als möglich lose Blatt, weil dann sparen wir uns das Stackern, das Lochen, das Abheften, sondern können Informationen sehr schnell ablegen und auch wieder entnehmen. Das ist schon mal ein Produktivitätsvorteil gegenüber der ganzen Abhefterei. Dann suchst du den Locher, dann suchst du den Tacker und in der Zeit habe ich schon 10-mal irgendwelche Informationen von Mapai abgelegt. Also, wir nennen das Ordnungsmappen. Diese Ordnungsmappen haben einen Aufdruck, der dient dazu, dass wir das zweite Element des Mapai-Systems, nämlich den Reiter, an einer klar definierten Stelle positionieren. Okay. Also wenn ich jetzt eine Mappe hätte, zum Beispiel Sebastian, dann würde ich den Namen hier draufschreiben. Blau würde ich wählen, weil meine persönlichen Partner blau sind, gelb vielleicht Lieferanten und so weiter. Also man kann sehr schön Kategorien farblich zuordnen, kommen wir nachher auch noch etwas genauer dazu. Ja, und der Reiter wird positioniert an einer definierten Stelle, und zwar der Anfangsbuchstabe des Suchbegriffs. In dem Fall haben wir hier Ansprechpartner, steht der Reiter auf A. Bei dem Sebastian würde der auf S stehen und bei dem Herrn Weiß entsprechend auf W. Was hat das für einen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass wenn wir die Mappen dann nachher eben nicht im Stapel, wie heute in vielen Büros, die Unterlagen in Klarsichthüllen auf dem Stapel liegen, sondern wir die Mappen hinstellen. Der Herr Weiß hat das schon angesprochen, dass er sich da auch eine Lösung schon gebaut hat. Vielleicht ist diese intelligenter. Diese Lösung ist jetzt so zu verstehen, dass wir alphabetisch hier aufsteigend hinten das A, vorne das Z direkt auf die Vorgänge zugreifen können und wir nicht im Stapel den Sebastian suchen müssen, sondern wie ein Koordinatensystem. Ich gehe in der Spalte S nach hinten und habe sofort meine Akte Sebastian. Das heißt, ich sehe das auch direkt jetzt hier schon mit einem Blick, ja, wo was da ist. Wenn ich jetzt was suche, hier zum Thema O, wie Organigramm, dann steht es genau da. Ja. Okay, nachvollziehbar. Ja. So, und das Ganze, damit es nicht umfällt oder damit es nicht irgendwo in Ablagekörben verschwindet, haben wir Ordnungsboxen. Das ist genau das dritte Element. Also so einfach das System. Ne? Mappen, Reiter, Boxen. Ja. Ordnungsboxen, die dann, das sehen wir nachher, auch in Hängeregistratur untergebracht werden können. Die gibt es auch noch in einer etwas eleganteren Form. Ich hole die gerade mal hier, aber auch dazu später noch mehr Informationen. In Acryl sieht das schon sehr wertig aus für den Schreibtisch, aber auch zu Hause kann ich mir das sehr gut vorstellen und wird auch so sehr gut von unserem Kunden angenommen. Das sind die drei Elemente. Spannend. Jetzt nehme ich einfach hier eins raus. Organigramm hatte ich mir eben angeschaut. Ja. Das habe ich ja auch digital. Oder hier ein anderes Thema, das habe ich vielleicht als eine Excel, als eine Word, als eine PowerPoint. Was spricht für die Papierablage? Was ist da immer noch ein großer Nutzen davon?
Also da muss ich doch ein klein wenig weiter ausholen, Sebastian. Okay, wir haben alle in der Bürobranche und auch in der Organisationsbranche, ich spreche mit deinen Lean-Manager-Kollegen, alle gedacht, dass wir so ab dem Jahr 2000, 2005, 2010 annähernd das papierlose Büro haben. Das Gegenteil ist der Fall. Okay. Wenn wir uns die Verbrauchszahlen anschauen von der Papierindustrie, die Fotokopierpapier und bedruckbares Papier herstellt, sind die Zahlen immer noch steigend. Wow. Die sind noch steigend. In dem Zusammenhang ist aber interessant, dass die durchschnittliche Lebensdauer einer Information rapide sinkt. Okay. Das heißt, hast du früher etwas ausgedruckt oder an Informationen erstellt, was für Monate, Jahre Relevanz hatte, druckst du heute Dinge aus, die du nach 3-4 Tagen schon wieder in die Tonne wirfst. Verstehe. Ja? Ja. Und aus dieser Erkenntnis heraus haben wir auch so den Begriff temporäre Ablage gewählt. Und genau diese temporäre Ablage, die auch viele Bereiche in der Homeoffice-Organisation abdeckt, ist oder dafür ist der Ordner und die Hängeregistratur, die heute noch mehrfach in den Unternehmen eingesetzt werden, überhaupt nicht geeignet. Ja. Also warum soll ich das Blatt Papier jetzt noch großartig lochen und mir überlegen, wo packe ich das in den Ordner rein und nach 3 Tagen kann es eigentlich wieder weg, ja. Weil mir das zu mühselig ist, das rauszusuchen, bleibt es drin. Das ist auch eine Erkenntnis, dass Archive wachsen mit null Produktivität an Informationen, weil sie gar nicht mehr benötigt werden. Das heißt, ich nehme mir vor allem so eine Mappe, beschrifte den Reiter mit temporären Dingen, die ich mit dabei habe. Genau. Habe dann meine kurzfristige Ablage sichergestellt, habe richtig. Informationen direkt im Zugriff. Ja. Und danach kann ich sie wieder entsorgen. Genau. Scanne es ein, archiviere es, ja. Je nachdem, wie der Unternehmensprozess ist. Aber nicht nur, Sebastian, für die temporäre Ablage. Wir haben ja gerade auf deinem Eingangsbild auch gesehen, diese Schrankwand mit den Ordnern. Genau. Und da gibt es wirklich Top-Organisationen, die sind sauber auch mit einem Aktenplan organisiert. Warum das jetzt in Frage stellen? Da stellt sich aber jetzt die Frage für die Anwender, ich würde gerne Mapei nutzen, auch so im Bereich der Wiedervorlage, kommen wir auch noch zu. Ja. Passt das denn mit den Ordnern? Ja, das passt. Das heißt, in der aktiven Bearbeitungsphase kann ich Mapei in diesen, wir nennen sie Aktionsmappen, die sind wiederverwendbar, nutzen, professionell organisieren, auch mit einer Wiedervorlage. Okay. Und wenn der temporäre Vorgang abgeschlossen ist, entnehme ich ihn der Akte und packe ihn dann in den Ordner hinein für die langfristige Ablage. Ist ein wenig umständlich, weil die Philosophie von Mapei verfolgt eigentlich die Einwegorganisation. Heißt, Einwegorganisation, Information kommt, das Blatt Papier kriegt ein Behältnis, eine Mappe, wird gekennzeichnet, wird bearbeitet und wandert dann nachher, du machst das ja auch bei dir, in Archivboxen aus Pappe und da steht dann vorne drauf, erledigte den Summer Meetings 2020 oder Projekte, genau. Also dieses Umschichten von Papier entfällt gänzlich beim Mapei. Aber nochmal, wenn wir die Vorstufe zur Archivierung, wie wir es in dem Bild gerade gesehen haben, mit den Ordnern professionell lösen wollen, gibt es diese Lösung von Mapei. Im Prinzip die 3 Elemente, du sagst die Box, die Mappen, der Reiter da drauf. Wie gesagt, wenn ihr an der Stelle Fragen dazu habt oder sagt, ihr müsst nicht nur lauschen jetzt die ganze Zeit, ne? Genau. Schreibt sie auch gerne in den Chat oder meldet euch hier per Mikro einfach rein. Ich denke, die Gruppe ist soweit überschaubar, dass wir das hier durchaus mitkriegen. Aber leuchtet mir erstmal ein, ich habe auch das Gefühl, dass das sehr schmal alles ausschaut. Ihr seht jetzt im Moment die Box nur von vorne, vielleicht kannst du die mal drehen. Was sind das, 8 bis 10 cm? Das sind genau 10 cm. Okay. Das heißt, wir bekommen in eine 10 cm Box die Inhalte von 2 Leitsorten. Der Leitsordner oder diese 2 Leitsordner sind aber 16 cm breit, die normalen breiten Ordner. Es gibt ja noch die schmalen 5 cm. Ja. Der breite 8 cm Ordner fasst aber nur 4,5 cm Papier. Okay. Der Rest ist Bügelmechanik, die wir nicht nutzen können. Es gibt natürlich Zeitgenossen und vielleicht auch in Ihren Büros schon gesehen, Ordner, die sich so weit aufsperren, die sind hoffnungslos überfüllt. Und wenn du die Mechanik öffnest, Sebastian, kommen dir die ersten 50 Blatt Papier schon entgegen. Also das ist nicht so gedacht. Wenn wir normal seriös gefüllte Ordner nehmen, die voll sind, passen 2 Inhalte hier hinein und wir haben eine enorme. Das heißt, es ist auch erweiterbar. Ne? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, ich habe mehrere Ordner so an
Regal stehen, da ist es manchmal schon schwierig, Dinge zu ergänzen, da noch genau. was dazu. Vielleicht habe ich mir so nach Lean-Gesichtspunkten so eine tolle Visualisierungslinie genau. gemacht. Ne? Ja, ja. Da wird es schon wieder schwierig, das zu ja. ergänzen. Ja. Hier das System kann auch atmen. Ja. Das heißt, ich stecke dann einfach hier noch 2-3 Mark mehr rein, muss halt eine zweite Atmungsbox da hinten anstellen. Anhängen, genau. Aber das lässt sich auch machen. Und ja. sich ja. Okay, jetzt sehe ich hier Farben drauf. Ja. Was hat das für einen Grund? Also, die Farbe ist für uns eines der wichtigsten Ordnungskriterien. Okay. Wir haben die Möglichkeit, über unterschiedliche Reiterfarben Funktionsbereiche oder überhaupt Abteilungsbereiche oder Aufgaben oder Funktionen eines Unternehmens darzustellen. Dass wir sagen, alle Themen rund um das Personal wären blau, alles das, was Lieferanten ist, wäre gelb, alles das, was Finanzen, Buchhaltung ist, ist rot. Projekte orange und so weiter. Und das ist auch eigentlich so der erste Punkt, worauf man sich verständigen muss. Auch in meinen Beratungsgesprächen vor Ort in den Firmen oder bei den Anwendern, auch ein Ein-Mann-Büro ist für mich interessant, es zu organisieren, oder ein Frau-Büro. Mhm. Da geht es erstmal darum, dass wir überlegen, welche Informations Typen haben wir, wo passen sie rein und dann stellen wir fest, wir haben 5, 6, 8 oder 9 Bereiche und die bilden wir in Farben. Dafür dient die Farbe. Spannend. Das heißt, so kann ich mich ganz kurzfristig organisieren, sage hier, das sind meine Farben, genau. dann schnell zuordnen, habe ja. ich keine. Okay. Vielleicht noch eine Ergänzung, Sebastian. Du hast auch schon über das Thema Vertretungsfunktion ja. oder überhaupt Teamfähigkeit gesprochen. Ja. Das hast du ja auch in deinen Seminaren immer wieder. Ja. Wenn in den Unternehmen, in den Abteilungen und dann auch unternehmensweit man sich auf diese Farben committet, dann sind auch Vertretungen möglich. Wenn wir beide gleich organisiert sind, kann ich dir heute Nachmittag diese Box geben und kann sagen, Sebastian, ich bin jetzt 2 Wochen nicht da. Alles, was an wichtigen Themen in der nächsten Zeit aufschlagen kann, ist hier drin. Und ja. du weißt aufgrund der Farben genau, um welches Thema es sich handelt. Okay. Du hast jetzt hier vorne so eine bunte Karte drin. Was ja. hat es mit der auf sich? Das ist unsere Farblegende. Okay. Stellen wir unseren Kunden zur Verfügung, nachdem wir gemeinsam mit ihnen auch diese Farblogik dann erstellt haben. Hier haben wir das einmal in dem Bereich so aufgebaut. Wir haben QM, wir haben intern, wir haben Lieferanten, Personal, Marketing, Kunde, Dokumentation. Das ist natürlich bei jedem anders, aber das sollte erstmal feststehen. Sonst hast du nachher einen farblichen Wildwuchs in deinen Mappen und das wäre nicht sinnvoll. Das heißt, hier ist das grob aufgeführt. Ja. Ich nehme das einmal bewusst nochmal hier ein bisschen ja. näher so in die Kamera. Also hier steht jetzt einfach drauf, oben das Qualitätsmanagement, das ist jetzt gelb. Und dann kann ich genau diese gelben Reiter dafür verwenden. Ne? Das wären dann hier die gelben Reiter. Ne? Ja, ja. Okay. Ich guck mal, Frage aktuell ist keine. Können wir noch ein Stück weiter Input geben? Wenn wir jetzt einfach mal an den Schreibtisch gehen. Mhm. Das heißt, ich nehme mal die Kamera mit, wir gehen ja. noch an den Schreibtisch. Wie würdest du jetzt vor allem im Homeoffice starten? Denn es gibt ja jetzt viele, die sagen, ich habe sogar mir schon einen Schreibtisch ergattern können, wenn er auch nur im Schlafzimmer im Eck ist. Ja, ja. Andere sagen vielleicht, du, ich habe die Kinder daheim, bin vielen da vielleicht auch schon ein bisschen überfordert, je ja. nachdem, ja. und habe einfach keinen Platz in dem Büro einzurichten. Genau. Und da denke ich, hast du ein oder ja. andere Tipp. Ja. Dann gehen wir Richtung Büro. Okay. Treffen uns auch da direkt wieder. Ich nehme mal hier die Kamera so mit. Ja, das Schöne bei dem Mapei-System, wir haben das ja gerade auch schon erwähnt, ist, dass wir keine Spezialmöbel brauchen. Wir brauchen keine Schreibtische. Es reicht eigentlich der Küchentisch oder der Wohnzimmertisch aus. Sicherlich hat man ein Sideboard oder einen kleinen Schrank, auf dem man diese Boxen abstellen kann. Wenn man das etwas professioneller gestalten möchte zu Hause, wenn diese Homeoffice-Tätigkeit über eine längere Zeit gehen sollte, gibt es, und da kann man sicherlich auch auf dich zukommen, sehr schöne Systeme, die das Mapei-System auch aufnehmen können. Da können wir hier wunderbar diese Boxen hineinhängen. Übrigens, diese Boxen passen in alle standardisierten Auszüge der Hängeregistratur in den Firmen. Ne? Deswegen ja. haben wir auch diese Nasen hier da dran. Ja. Entweder abstellen oder hier hineinhängen. So, und jetzt pass auf, was passiert. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch eben erwähnte Acrylbox. Hier habe ich sogar aktuell meine Vorgänge abgestellt, auch terminlich zugeordnet.
Eine Teilnehmerin hatte gerade gesagt, dass sie ihre Vorgänge in einem Pultordner hat. Ja. Und in dem Pultordner oder der Pultordner wird genutzt, meistens auch für eine Terminverfolgung. Du kennst sie, die haben 1 bis 31 oder 1 bis 52 und jetzt passiert Folgendes. Die Anwender haben eine Information und die soll am 28. Juli wieder bearbeitet werden. Dann packt man das beim Pultordner, danke, in das Fach 28 hinein. Stand Organisation mit dem Pultordner. Ja. Der wächst natürlich, ist klar, weil nicht nur eine Information drin ist. Jetzt kommst du übermorgen zu mir und sagst, du Ernst, ich habe dir doch eine Sache gegeben, die hätte ich gerne am 8. Die wollte ich bearbeiten, das war eine Teilnehmerliste, die wollte ich irgendwann am Monatsende haben. Also ich wäre top, oder eine Kollegin, wenn die sofort wüsste, das war in dem Fach 28. Du hast ja in jedem Tag was abgelegt, das heißt, du weißt, es ist schon mal wichtig, wenn ich weiß, es ist hier drin, ja, und dann fängst du das Suchen an, bis du irgendwann die Information dann hier gefunden hast. Weil du siehst sie ja nicht, die ist im Fach verschwunden. Richtig. Wir haben kann ja auch das sein, dass sie weg ist plötzlich. Ne? Ja, das genau. Verloren gegangen. Wir gehen da einen anderen Weg und sagen, wir nehmen dann zum Beispiel für die Wiedervorlage diese Aktionsmappe, die wir angesprochen haben, packen die Information dort hinein, schreiben mit einem Permanentmarker von Mappai drauf, was es ist, sagen wir jetzt mal Farbskala, würde dann auf F stehen, schreibe wieder Farbskala drauf. Und jetzt pass auf, was passiert. Wenn ich jetzt hergehe und sage, das möchte ich gerne am 27. Bearbeiten, schau, dann stelle ich das hier hinter den 27. ab. Wollte ich mal etwas näher holen? Ja, was ist das so? Kurz hier mit allen. Genau. So, das heißt jetzt hier, ich gehe jetzt hier gucken. Hier ist der 27. Und dahinter? Und machen wir das ganz nah hier mal rein in die Kamera. Genau. Und dahinter ist die Information. Der Vorgang. So, du kannst jetzt diesen Vorgang, auch vor dem geplanten Termin jederzeit einsehen. Stimmt. Typische Anwendung, man sagt, also ich will es am 27. bearbeiten, aber das kann sein, dass vorab der Betreffende, mit dem ich hier kommunizieren will, sich meldet. Dann muss ich nicht überlegen, wo habe ich das jetzt liegen, sondern der Vorgang hat einen Namen, den sehe ich hier. Klasse. Und über dieses Koordinatensystem, Anfangsbuchstabe des Suchbegriffs, finde ich sofort meinen Vorgang. Und das macht Sinn, Sebastian, je mehr Arbeitsplätze das, also nicht nur für uns, vom Umsatz ist klar, sondern es macht natürlich Sinn für die Unternehmen, weil sie dann wirklich diese Teamfähigkeit und diese arbeitsplatzübergreifende einheitliche Ordnung sicherstellen. Das heißt auch hier, ich gehe jetzt wieder nur durch, ne? Hier M ist Mappai, hier R Reisedokumentation. Genau. Also selbst wenn mal was, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist in der Praxis, dass jemand was verkehrt einsortiert hat. Absolut, ja klar. Okay. Ich finde es aber trotzdem wieder durch den Trick. Ja. Macht Sinn. Okay. Also, Anwender, die mit Mappai starten, für die ist natürlich die Farbe sehr wichtig. Die Farborganisation. Und sie verwenden da auch sehr viel Zeit, die Farbzuordnung vernünftig zu treffen. Wer über Jahre mit Mappai arbeitet, sagt, eigentlich ist es entscheidend, wie heißt der Vorgang. Wenn der Vorgang Reimer heißt, dann gehe ich in der Koordinate R nach hinten und dann ist es mir eigentlich egal, welche Farbe der Reiter hat. Ich finde ihn. Ja. Okay. Die Farbe hat aber den Vorteil, wie wir es gerade auch schon gesehen haben, ich kann sehr schön clustern. Ich kann sagen, das ist mein Bereich Projekte, das sind meine Personalakten, das sind meine Lieferantenstammdaten und so weiter oder meine Laborbefunde, wie auch immer. Ja. Ich kriege gerade eine Frage von der Katja rein, die fragt, das heißt praktisch, man arbeitet mit zwei Suchbegriffen. Ich habe einen Vorgang und einen Wiedervorlagetermin. Richtig, ja, genau. Also die Kombination, das ist eigentlich der Gag dieses Systems. Ich habe den Suchbegriff und habe gleichzeitig die Mappe dem Termin zugeordnet. Okay. Ja, und jetzt höre ich dann häufig auch so den Einwand, naja, aber wir haben doch Outlook oder wir haben Notes, wo wir unsere Termine mit organisieren. Richtig. Du weißt, dass ich mit Apple arbeite. Ich habe da mein Office 365 drauf und habe da auch natürlich meine Terminpläne, die ich unterwegs auch über das iPhone aktualisiere. Aber wir haben doch fast immer zu jedem Termin in irgendeiner Form papierhafte Dokumentation. Und die stelle ich gleich zu diesem Termin ab. Und hier sehe ich schon auf einen Blick, ohne in mein Handy, in den Outlook reinzugehen, sofort, was steht denn morgen an? Perfekt. Ja?
Das heißt ja, ich habe die Möglichkeit, wir sagen mal, E-Mail-Programm, Outlook, Lotus Notes, ja, was auch immer sein mag, ja, habe ich unter dem 28. jetzt den Termin XY. Genau. Und dazu habe ich jetzt halt eine ergänzende, entweder temporäre oder längerfristige, ja, Information, und die nehme ich mir dann einfach mit und habe so die Möglichkeit. Wobei es gibt noch eine Alternative, also es ist nicht zwingend, es so zu organisieren. Okay. Also wenn du sehr stark oder sehr EDV-lastig bist und sagst, ich organisiere grundsätzlich damit und ich will das eigentlich nicht haben, wie kann ich das trotzdem mit Papier machen? Ja. Dann machst du Folgendes, dann hast du diese Box vor dir stehen, ja, und du hast jetzt, wir bleiben bei dem Thema Presse, ja, du hast einen Pressetermin. Hier ist die Mappe Presse, rot ist Öffentlichkeitsarbeit, kann man ja hier sehen. Und dein Outlook sagt dir, am 29. hast du den Termin bei der Zeitung, dann gehst du in der Spalte nach hinten, Pressetermin, holst dir die Mappe hier zu deinem Termin heraus. Geht auch. Aber ich muss sagen, das ist für mich keine Last, das parallel zu führen. Es ist in den meisten Fällen eine Erleichterung. Das heißt, ich kann ja auch im E-Mail-Programm Kategorien zum Beispiel vergeben. Ja, ne? Genau. Dass ich mir auch dort wieder eine Farblegende baue. Richtig. Ich spiele hier über dein Übersichtsblatt, sodass ich sofort weiß, hier Marketing ist rot, Öffentlichkeitsarbeit. Und dann bringe ich zumindest auch, fange ich an, ja schon physisch mit digital jetzt zusammenzuziehen. Ja, genau. Das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt. Wie kann man denn jetzt so das Papier mit der digitalen Ablage kombinieren? Du hast es angesprochen, also über Outlook können wir das wunderbar managen. Es gibt auch diese Folder-Painter-Programme, das sind kostenlose Programme, die du dir downloaden kannst, um deine Ordner-Icons den Farben entsprechend anzupassen. Bei OS geht es ohnehin, bei Mac. Ja. Und ja, das kann man dann sehr gut anpassen. Okay. Das heißt also, wenn ich jetzt Homeoffice vornehme, hier haben wir jetzt im Idealfall einen Schreibtisch, sind dort schon, ja, sehr gut eingerichtet. Oder das kann auch der Küchentisch sein. Dann hast du das schnell dabei. Ich habe also so eine Ordnungsbox, die kann ich auf jeden Tisch stellen. Ja. Okay, habe ich soweit verstanden. Das heißt, ich kann die mir hier oben draufstellen, kann mir auch beim schwedischen Möbelhersteller was holen. Der hat ja auch hier genau eine Schiene. Das sind, wenn ich jetzt eigentlich was brauche an der Stelle, wunderbar. So, jetzt ist meine Frage, jetzt habe ich hier so eine Box dabei, ich komme mal mit ins Bild hier rein, ja, und gehe ich hier rein. So, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich hier unterwegs, jetzt gebe ich dir die Box, jetzt geh mal heim ins Homeoffice. So, wie machst du das? Das mache ich ganz einfach, indem ich hier eine Tasche habe, in die das Mappei-System ist von Mappei, Ordnungstasche, Boxen hineinstellen kann. Entweder eine oder zwei oder nur eine Box und vielleicht noch den Laptop rein oder einen Ordner, weil ich zu Hause Unterlagen in Mappei organisieren möchte. Also das passt hier alles hinein über die Handtasche. Ja, dann habe ich alles komplett zusammen und gehe so auf den Weg ins Büro oder komme so nach Hause. Und kann das dann auch abends, nachdem ich meine Homeoffice-Tätigkeit abgeschlossen habe, hier reinpacken, Deckel drauf. Und dann ist die Familie angesagt. Jetzt kommt Familienzack, habt ihr die Boxen und weg. Ja, ja, genau. Super. Klasse. Also gib erstmal eindrücklich. Ich fahre uns mal hier rüber auf den anderen Bildschirm. Jawohl. Mal wieder so hoch, dann sind wir hier wieder. Sehr schön. So, erstmal soweit nachvollziehbar, was Ernst jetzt hier mit seinen Tipps gezeigt hat. Ich gucke mal, gibt es Fragen aktuell von eurer Seite, wo er sagt, komm, das muss ich jetzt unbedingt nochmal fragen. Das hat er zwar toll erklärt, aber ich hätte gerne mehr gewusst. Und dann gerne im Chat. Oder geht einfach hier direkt rein und sagt, ich habe da jetzt eine Frage dazu. Wie schaut es aus? Oder gibt es eine Rückmeldung? Ich sage mal hier, Andreas, du hast vorhin gesagt, ich habe mir schon ein Hängeregister besorgt. Hast du fertig was mitgenommen im Moment oder eine Frage aktuell dazu? Das ist auf jeden Fall einfacher mit dem, also das System bietet vor mehr Möglichkeiten zur Ordnung, weil das diese, ich finde diese Reiter ganz gut, die man so verschieben kann. Die gibt es halt an anderen Systemen, also was ich jetzt hier habe, sind so Standarddinger, genau, mit diesen Klickreitern, wo man sich dann auch noch diese bunten, naja, Etiketten selber da reinschieben muss immer. Und ja, das ist halt aufwendig, sag ich mal so. Ja, und diese Funktion, dass man sich da ja noch zwischen Register reinhängen kann zur Trennung, finde ich auch ganz gut. Habe ich jetzt auch noch nicht dran gedacht.
Darf ich Ihnen noch einen Tipp? Wer weiß? Ja, gerne. Gerade bei diesen, aber das ist für alle interessant, gerade bei diesen Mappen, die sich wirklich einer großen Akzeptanz erfreuen, kommt dann aber die Frage, ja, jetzt habe ich aber dort 30, 40, 50 Blatt Papier drin und ich möchte das schon doch ein wenig strukturiert haben. Dann kann ich mir sicherlich helfen, indem ich die einzelnen Bereiche mit Klarsichthüllen voneinander abtrenne, habe dann aber immer noch keine sichtbare Ordnung innerhalb der Mappe. Wir haben in dem Mappenprogramm, und das werden wir auch sicherlich gleich noch etwas näher uns anschauen, mehrere Mappentypen. Wir haben also nicht nur eine Mappe, die geeignet ist, sondern wir haben auch Projekte. Und wir haben auch Mappen, die Ordner überflüssig machen, weil auch diese Mappen 450 Blatt Papier aufnehmen in einer professionell gehefteten Form. Aber bleiben wir bei dieser Temporärakte. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel eine Fächermappe, ich hoffe, das kann man hier so sehen, Sebastian, die ist fünffach unterteilt und auch hier an den Ausschnitten entsprechend beschriftet. Das wäre jetzt eine Mappe Reisedokumentation. Da haben wir draufgedruckt Anreise, Abreise, Hotelinfo, Agenda, Abrechnungsbelege, sonstiges. Also so eine Mappe kann dann als Einlage in dieser Wiedervorlagemappe eingelegt werden. Ja. Und wenn der Reiter Reisedokumentation heißt, würde es so aussehen. Und wenn ich jetzt diese Mappe nehme, habe ich dann auch hier sehr sauber strukturiert meine Unterlagen und kann... Wie beschrifte ich das jetzt? Wie kriege ich das da drauf? Hier auf dieser Mappe? Ja. Also es ist so, dass wir hier hinten auf der Mappe eine Spezialbeschichtung haben, okay, die es ermöglicht, den Reiter auch wieder zu entfernen. Okay. Oder aber wie in dem Fall hier mit einer Folie dauerhaft anzubringen, weil das Thema Reisedokumentation ist ein Dauerbrenner. Den packe ich mir hier in diese Mappe hinein und schreibe auf den Reiter vielleicht noch zusätzlich drauf, wohin die Reise geht. Ja. Aber dieses Thema jetzt hier Reiseorganisation, ich kann das ja mit dem Stift draufschreiben, ja, hast du vorhin gesagt. Genau. Aber bei dir sieht es so schön gedruckt aus. Ja, du, da gibt es zwei Varianten. Ja. Die einfachste Variante ist, man kauft sich einen kleinen Labelprinter. Haben wir auch im Programm bei Mappe. Beschriftungsgerät. Genau. Ja. Aber nicht mehr mit Tastatur, wie man das früher hatte. Da hast du ja dann Knoten in den Fingern, wenn du einen Umlaut oder Sonderzeichen drucken wolltest. Da gibt es jetzt einen Labelprinter von uns. Der wird über USB an den Rechner angeschlossen. Du schaltest ihn ein, es poppt auf deinem Laptop ein Monitor, also ein Window auf. Du gibst den Begriff ein, Return. Und es kommt dann ein ähnlich wie ein Teaserstreifen, ein selbstklebender Streifen, schwarz auf transparent, und den druckst du hier drauf. Klasse. Zweite Möglichkeit, du kannst eine Online-Druckversion von Mappei bekommen. Das heißt, du gehst auf die Webseite und da gibt es für genau diese Folien auch ein Druckprogramm, das dir kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Du stellst dir nur die Folien bei Mappei und dann kannst du dir ein oder auch größere Mengen bedrucken. Dritte Variante, ich denke da auch gerade an die Mitarbeiter aus der Pharmaindustrie, oder das trifft für alle größeren Anwendungen zu. Wir haben sehr viele Kunden, die uns ihre Druckdaten zur Verfügung stellen und dann bedruckt Mappei diese Reiter. Das kommt schon fertig. Dann. Das kommt fix und fertig und auch schon an der richtigen Stelle der Reiter positioniert. Und die Mitarbeiter holen sich dann, ich denke da an einen Kunden, der kriegt eine große Menge für das Validierungslabor über eine fortlaufende Nummer, dann auch numerisch zugeordnet. Die öffnen nur die Box, holen sich ihre Mappen raus und können sofort mitarbeiten und müssen gar nichts mehr kennzeichnen. Klasse. Ja. Das heißt, das ist jetzt eine Mappe mit unterschiedlichen Fächern. Wie viele Fächer sind das? Das sind jetzt in dem Fall fünf. Es gibt aber auch eine Lösung mit drei Fächern. Also das kann man individuell gestalten. Das ist mein Klassiker. Drei Fächer. Ja. Im Workshop immer Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung. Das sind immer so meine drei Klassiker, die da oben da drin stehen. Ja. Was gibt es noch? Gibt es noch andere Mappentypen? Ja, also einer meiner Lieblingslösungen ist diese Mappe, die ich Ihnen jetzt mal zeigen möchte. Es gibt in fast jeder Anwendung die Situation, dass wir Papiermengen haben, die so über 50, 100 Blatt hinausgehen. 200 Blatt, 300 Blatt. Und die kann ich sicherlich mit Mappei organisieren, indem ich sage, und auch sehr schön organisieren, indem ich sage, das ist das, was früher auf dem Ordner stand, Sebastian. Und alles das, was in dem Ordner hinter Trennkarten oder Trennlaschen war, bekommt eine einzelne Mappe. Das kann dann eine Box füllen oder anderthalb Boxen, je nachdem, wie umfangreich das Ganze ist. Der Charme dieser Lösung ist, dass du Detailinformationen dir herausnehmen kannst, kannst du dir auf Termin stellen
und kannst sie auch wieder zurückholen. Das geht ja beim Ordner nicht. Da musst du ja beim Ordner alles herausheften und wieder hereinheften. Aber wenn du jetzt Vorgänge hast, die wirklich zusammenbleiben sollen, und das habe ich auch gerade im Industriebereich sehr häufig in der Dokumentation, da haben wir hier einen Ordner, der aber immer nur so breit ist oder so viel Platz in Anspruch nimmt, wie er auch mit Papier gefüllt ist. Hier ist kein Blatt Papier drin, also hat er fast keine Platz in Anspruch genommen. Der kann aber wachsen bis auf 5 cm. Und dann habe ich 450 Blatt Papier da drin. Ganzer Ordner. Ganzer Ordner. Wenn jetzt Teile davon digitalisiert sind oder werden, kann der Ordner auch wieder schrumpfen. Das heißt, ich habe dann hier eine Restakte. Der Begriff kommt zum Beispiel aus der Kreditbranche. Restkreditakten. Also da ist dann nur noch die notarielle Beurkundung drin. Und alles andere hat man ohnehin schon elektronisch. Ja, und diese unscheinbare Schlauchheftung ist nichts anderes wie das Starre aus dem Ordner. Und das ist der Nachteil des Ordners, weil es starre ist, ist er immer 8 cm breit. Okay. Und wir brauchen hier immer nur den Platz, den wir benötigen und können natürlich durch diese Schlauchheftung auch an jeder x-beliebigen Stelle zwischenheften. Das Papier muss nicht ganz heraus und wieder hereingeheftet werden, sondern kann so problemlos zugefügt werden. Ein letztes, auch interessantes Thema für diese Mappe, die ich übrigens vor langer Zeit für einen deutschen Carrier entwickelt habe, als für die Personalakten. Da war die Anforderung, das muss eine dynamische Personalakte sein. Die muss wachsen können. Ja. Und die muss agil sein, die Mappe. Die muss agil sein. Wieder, ja. Genau. Und da hatte man in der Vergangenheit, bevor ich das neu organisiert habe, Hängeordner. Und die sind sogar 10 cm breit, Sebastian. Wow. Und wenn da ein Mitarbeiter frisch gestartet ist, hat er vielleicht 30, 40 Blatt Papier gehabt, hat aber einen 10 cm Ordner gehabt. Und erst wenn er 20 Jahre dort war, als Kapitän, Flugkapitän, dann wuchs das Ganze, dann hat sich so langsam der Ordner gefüllt. Und da war die Anforderung, es muss eine dynamische Akte sein, gerade auch im Hinblick darauf, dass viele Unterlagen nachher nicht mehr benötigt werden, weil sie nur temporär dort drin sind, wie Checks von Simulator besuchen und so weiter. Und daraufhin haben wir das hier entwickelt. Und die Organisationsabteilung hat uns damals noch mit auf den Weg gegeben, eine Vorrichtung zu finden, die es ermöglicht, bei dem Ordner, der ja der Leitsordner, wenn wir ihn mal so nennen, da kann ich ja nur reinheften. Ich kann ja nicht mal schnell etwas lose Blatt hineinlegen. Das kann ich hier. Ich kann hier in diesen Ordner hinten etwas hineinlegen. Und beim nächsten Sichten dieses Ordners schaue ich hinten herein in mein Fach Neues oder Aktuelles und sehe, aha, ja, okay, das haben wir aber schon, kann weg. Okay. Ja, und das ist wieder, wie ich es schon angesprochen habe, das Problem beim Ordner. Du lockst es, du heftest es ab, aber in den meisten Fällen bleibt es dann auch da drin und wird nicht mehr herausgeheftet. Ja, das hier zu dieser Mappe. Und dann, wie der Herr Weiß ja auch schon angesprochen hat, das ist eigentlich der Kracher von dabei. Und damit schaffen wir es auch, eigentlich jeden Anwender zu begeistern. Und das ist die Vorstufe in Verbindung mit der Wiedervorlage, dann auch später Bereiche der Dokumentation anzugehen und die professionell in Mappen zu organisieren. Spannend. Ja. Das klingt richtig gut und vor allem, es gibt uns einen Überblick. So, ich gucke mal wieder die Kamera hier so ein Stückchen mit dazu. Ja. Yeah. Sehr schön. Ja. Fangen wir nochmal an, zusammenfassend. Also, ich habe eine Mappe. Ich mache an die Mappe Reiter dran, so hast du es beschrieben. Genau. Da hilft mir das Farbsystem eben mit hinten bei. Ich habe eine Ordnungsbox, da tue ich das Ganze rein und kann so auch recht fix starten. Das heißt, ja, ich brauche nicht mehr, außer ein paar Mappen, ein paar Reiter und so eine Box. Okay, was hast du hier noch Spezielles? Ich wollte noch eins zu der oder einen Schritt weitergehen. Jetzt fragen sich natürlich die Teilnehmer und jeder andere auch, ja, das ist ja eine super Webseite, mappai.de, wenn man das sich anschaut, das sieht ja toll aus. Aber wie komme ich denn jetzt eigentlich zu dem, zu einer Lösung, wie ich mein Homeoffice damit ausstatte? Ja. Ich brauche ja Mappen, Reiter, Boxen. So. Genau. Wir haben das ganz einfach gemacht. Wir haben also aus den letzten Monaten uns mal angeschaut, was ist denn bei den Kunden gefragt. Mhm. Und haben aus dem großen
Potpourri der Ordnungsmappen und Boxen Sets zusammengestellt. Okay. Home Office Sets. Drei an der Zahl. Ja. Und die können Sie sich gerne auf der Webseite anschauen in unterschiedlicher Ausprägung. Unterschiedliche Ausprägung heißt eine Box, drei Boxen, sechs Boxen, also je nach Umfang. Haben dann auch die entsprechenden Taschen in Verbindung mit den Homeoffice-Kits auch mit Sonderpreisen versehen, sodass es wirklich lohnt, jetzt dort zu sagen, jetzt starte ich mit Mapai. Und wir haben viele Rückmeldungen von neuen Kunden, die gesagt haben, über den Start im Homeoffice-Bereich habe ich es geschafft, auch meine Kollegen und Vorgesetzten zu überzeugen, dass wir die Ablageorganisation in der Firma überdenken und gegebenenfalls auf Mapai umstellen. Wow. Also sehr eindrücklich. Soweit erstmal vielen Dank. Ich gucke wieder in den Chat oder frage euch, gibt es Anmerkungen aktuell, was Ernst berichtet hat? Habt ihr Fragen dazu? Braucht ihr im Moment noch eine weiterführende Information? Wir haben auf jeden Fall das Mapai-System betrachtet. Du hast uns einen Tipp gegeben, mich vor allem, beziehungsweise mir direkt geantwortet, Papier ist für dich relevant, weiterhin, sodass ich nutzen kann. Für die, die digitaler unter euch unterwegs sind, ist es vielleicht eher temporär mit einsetzbar. Ja. Aber es gibt mir halt einfach auch ein gutes Gefühl, wenn ich eine Mappe habe oder eine Wiedervorlage mit Mappe strukturiert habe, dass ich mit gutem Gewissen Urlaub fahren kann. Absolut. Das ganz klar ist, die Vertretung sagt, hey Mensch, 27. ist mein erster Urlaubstag, genau da passiert es ja meistens. Der Super-GAU, da steht ein Händler da oder ein Lieferant und sagt, ja, Herr Schmidt ist jetzt in Urlaub, was ist passiert? Sebastian, und das sind gar nicht immer unbedingt die geplanten Vertretungen. Okay. Es gibt auch die ungeplanten, die plötzlichen Vertretungen. Zahnweh, Stau, wie auch immer. Wollen wir nicht hoffen, aber passiert halt. Kann passieren, okay. Gerade hier auf der A5, jeden Montagmorgen. Ja. Wenn dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin 3 Stunden später kommt, dann kann die Kollegin aber schnell sehen, was müsste denn Angelika heute Morgen erledigen, die jetzt im Stau steht. Ohne, dass man groß miteinander telefoniert, du guck doch mal da unten rechts in dem Körbchen oder vielleicht habe ich es da drüber hingelegt. Nein, sie schaut einfach hier auf den Tag und sieht sofort, da kommt gleich jemand und dann kann man den Besuch auch vorbereiten. Und die Kollegin kann beruhigt im Stau dem Ende entgegenfahren. Ja. Also macht für mich Sinn, das ganze Thema. Wie lange gibt es Mapai jetzt? Mapai gibt es seit 1966. Also durchdacht. Absolut, absolut. Okay. Durch, interessiert dich der Ursprung? Oh, 2, 3 Sätze gerne. Also, es war ein Briefumschlaghersteller in Wuppertal, die Firma Reinhard Schmidt. Ja. Und die hatten Anfang der 60er Jahre ein Organisationsproblem oder Anforderungen, die Organisation zu optimieren. Ja. Und daraus ist dieses System entstanden, für den Eigenbedarf entwickelt. Mhm. Auf Maschinen, wo auch Briefumschläge produziert werden. Deswegen haben wir auch überall diese Seitenklappen noch, die so ein Stück weit auf Briefumschläge erinnern. Haben natürlich die Besonderheit heute, dass sie der Mappe Stabilität geben. Ja, und dann haben das Kunden und Lieferanten gesehen und haben gesagt, Mensch, was habt ihr denn da für ein interessantes System? Da unten in der Briefstraße, die gibt es in Wuppertal, da gab es die Firma Elber, die produzierten Ordner und Hängerregistratur. Das ist ja ganz was anderes, was ihr da habt. Ja, und dann ist man hier drauf aufmerksam geworden. Ja, und das waren Selbstläufer. Und dann hat man irgendwann gesagt, jetzt verkaufen wir das auch. Und das machen wir heute immer noch mit sehr großem Erfolg, mit großer Leidenschaft. Wow. Also, klingt für mich gut, klingt durchdacht und macht vor allem für mich auch Sinn. Ja, wir nutzen selbst Mapai hier im Lean-Service-Institut. Wir haben die Farbskala verknüpft mit der Prozesslandkarte an unserer Stelle, wo wir gesagt haben, alles, was zum Beispiel grün ist, ist bei uns der Kundenprozess. Genau. Es geht jetzt los von, was weiß ich, der Kundenanfrage, über die Auftragsdurchführung, über die Nachbereitung. Somit, ich kann dann von mir immer behaupten, ich bin eher so ein grüner Typ. Also immer, wenn ich wertschöpfend beim Kunden bin, das ist für mich grün. Wir haben dann alles, was so Finanzbuchhaltung ist, das haben wir eher im rötlichen Bereich angesiedelt. Dann Marketing ist bei uns zum Beispiel jetzt orange an der Stelle. Ich habe aber auch mittlerweile gemerkt, wenn ich jetzt sage, Personalakten sind gelb, meine persönliche Weiterbildung ist wiederum aber auch gelb. Das heißt, ich habe eine super Synchronisation mittlerweile zwischen eben Unternehmen, aber auch dem Homeoffice, sodass vor allem auch die Hängeregister sind überall da, die Schienen sind überall da. Das heißt, ich muss, wenn dann nur, die Boxen tauschen.
Ne? Und ja, jetzt alleine mit der praktischen Tasche kann ich diese natürlich auch sofort mitnehmen und kann sagen, ich habe das auch beim Kunden dabei. Und selbst wenn ich über meinen Urlaub fahre und noch beim Kunden halte, ne, habe ich halt alles irgendwo mit bei. Nichtsdestotrotz gibt es Dokumente, die eingescannt sind. Keine Frage. Ich denke, das wird sich auch immer mehr am Markt durchsetzen. Ich weiß nicht, ob jetzt durch Corona irgendwann die Papierindustrie trotzdem langsam zurückgeht, weil wir jetzt so einen Digitalisierungsschub gemacht haben. Da müsst ihr mal Statista fragen, was jetzt so nach einem halben Jahr das Ganze eben bringt, ob sich da bis Jahresende wirklich was verändert. Aber die Frage ist ja viel mehr, muss es Papier sein, muss es digital sein? Ich finde es einfach gerne. Also ich persönlich, ich hasse es, Dinge zu suchen, sondern ich liebe es, wenn ich Dinge einfach sofort binnen 10 Sekunden so fest habe. Ja. Und wenn das nicht gelingt, dann fühle ich mich auch nicht mehr wohl. Ne? So habe ich die Struktur sehr, sehr gerne. Weißt du, und das Problem heute in den Büros ist, dass man gerade aufgrund der Tatsache, dass wir viel temporär Informationen in Papierform haben, ja eigentlich keine Antwort hat. Man behilft sich, indem man Klarsichtfolien nimmt und packt in die Klarsichtfolien etwas rein und dann hat man vielleicht noch 10 oder 15 Ablagekörbchen, wo man etwas vorstrukturiert hat. Oder aber, ich nenne sie gerne diese Wanderdünen, du kennst das, so dieses wichtig und ganz dringend und morgen erledigen, die man dann so einmal am Tag durchschaut. Da sehe ich aber immer nur das, was oben auf ist an Informationen und nicht das, was dazwischen liegt. Und wir sagen, nimm einfach den Stapel, stelle ihn hin, pack ihn in eine Box und jeder Vorgang kriegt entweder längerfristig oder dauerhaft eine Papiermappe oder aber diese Aktionsmappe, die dann nach einer gewissen Zeit wieder verwandt werden kann. Der Begriff kann gelöscht werden und steht für eine neue Aktivität zur Verfügung. Ja. Genial. Also für mich durchdacht. Ich würde hier sagen, vielen, vielen Dank an dich, Ernst, dass du uns so einen guten Überblick gegeben hast. Ich bekomme hier gerade noch eine Frage rein. Alles klar. Andreas muss los. Gute Zeit dir auf jeden Fall. Guck gerne mal wieder rein in einer der nächsten oder anderen Sessions. Ich würde hier gerne, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir haben noch 5 Minuten, nochmal meinen Bildschirm mit euch teilen. Ihr habt jetzt hier nochmal das Thema, ne, was habt ihr mitgenommen, was sind im Moment so die aktuellen Themen, ich kann mal ein bisschen rüberschieben, so, habt ihr das besser. Was hast du konkret mitgenommen? Also wer Lust hat, ein Feedback direkt hier loszulassen, kann das gerne tun, via Mikrofon. Wer sagt, ich mache das auch gerne über den Chat, macht es gerne auch da, das freut uns natürlich riesig. Hast du noch so einen Abschlusstipp für uns? Ja, Verrat, wo du sagst, absolut. Das ist eine Idee. Es gibt einen oder zwei. Zwei okay, Tipps. Auch zwei. Also der erste Tipp wäre, wenn Sie Interesse haben, sich MAPAI mal etwas näher anzuschauen, haben Sie die Möglichkeit, über die Webseite uns zu kontakten und wie ich es bei dir vor Jahren gemacht habe, ein persönliches Beratungsgespräch, rufen Sie uns an. Und wir vereinbaren einen Termin und stellen Ihnen das MAPAI-System vor und besprechen mit Ihnen die weitere Vorgehensweise, wie Sie sehr schnell, sehr zielführend auch zu einer professionellen Organisation kommen. Ich kriege gerade noch eine Frage rein hier von Katja, die sagt, wo unterscheidet sich die Papiermappe von der Aktionsmappe? Ist das nur das Material, was anders ist? Katja, das ist richtig, Sebastian. Es ist einmal Polypropylen. Okay. Und auch nicht PVC. PVC würde reichen. Wir haben das also weiterentwickelt. Das ist hier ein System, ich sage mal, das hält viel zu lange. Auch die Akten, die du bei mir mal gekauft hast, die halten viel zu lange. Aber stelle ich nichts nach, das stimmt. Danke. Ja. So, die sind wiederverwendbar. Ja, haben den verschiebbaren Reiter, den es in 13 Farben gibt. Und Sie können die Mappen in den unterschiedlichen Reiterfarben bestellen. Die Papiermappen, die ich Ihnen vorgestellt habe, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt, sind für... Ich nenne es mal die aktive Ablage. Aktive Ablage heißt, Sie bearbeiten es, den Vorgang, stellen ihn auf Ihren Termin und stellen ihn dann wieder zurück in den Schrank und irgendwann benötigen Sie es wieder. Oder es wandert ins Archiv. Diese Polypropylenmappe ist wiederverwendbar, wandert nicht ins Archiv. Also temporäre Organisation, aktive Ablage. Super. Ja, dann vielen Dank an euch. Hier gibt es die erste Rückmeldung auch im Chat. Danke für die vielen Informationen. Also da großen Dank an euch. Gehen wir nochmal eine Seite hier weiter. Was passiert noch jetzt mit dem Lean Summer Meetup? Machen wir einen kleinen Ausblick. Das geht also nächste Woche, sind wir schon wieder getaktet. Weiter nächste Woche. Am Dienstag ist der Manfred Scholz mit dabei. Da geht es vor allem um das Thema der dauerhafte Mitarbeiter.
Bindung, ist das ein Wunsch oder auch eine mögliche Wirklichkeit? Also er kommt hauptsächlich aus dem Thema HR, Human Resources und Personal. Wir gehen dann den Montag drauf, am 27. auf das Thema Meetingflut oder zu viele Meetings einfach mal ein. Was sind da so drei Top-Tipps, wie man eben weniger Meetings haben kann, kürzere Meetings hat? Also wer das interessiert, kommt gerne dazu, meldet euch wieder an. Das kommt einmal auf Xing natürlich wieder oder über unsere Webseite, über das Lean Summer Meetup. Da kann man sich das genau anschauen. Wir machen dann auch eine kleine kurze Sommerpause mal mit rein und starten im August mit dem André Görke. Der kommt von Abus, ist dort der Leiter der Akademie und ja, seine Leidenschaft schlägt für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Du kennst ihn auch persönlich. Top. Und das also, macht mir da kann Spaß. Ich nur sagen, melden Sie sich an. Der Mann ist top und hat eine gute Message. Ja, absolut. Also wir gucken immer wieder, dass das weitergeht. Nutzt auch gerne über den Xing-Kommentar, vernetzt euch mit uns so rum. Wenn ihr noch Themen habt, wo ihr sagt, wow, das wäre doch die nächsten 6 Wochen noch ein super Thema. Wir haben letzten Freitag in der Session mitgekriegt, macht nochmal was über Homeoffice, einmal die Ablage. Ja. Aber auch ich fange langsam an zu vereinsamen. Habt ihr dort noch eine Idee? Oder wir machen ja viel so Shopfloor-Management. An Gemba, ne, am Ort des Geschehens, genau. In einem Produktionsunternehmen, machen das auch Office-Floor-Management. Aber was heißt denn jetzt, ich sage mal, Home-Office-Floor-Management? Ne? Ja. Also hier kann man auch da Sachen mit beisteuern. Das sind so die ganzen Ideen, die wir machen wollen. Ich gucke hier nochmal rein. Chat sieht soweit gut aus. Wenn aktuell keine Rückfragen sind, wie gesagt, im Nachgang sind wir gerne für euch da. Sagen wir hier, macht's gut. Macht's besser auf jeden Fall. Bleibt mir vor allen Dingen gesund. Genau. Wir sagen danke und tschüss. Bis in einer nächsten Session. Also, super. Schönen Tag noch. Vielen Macht's Dank. Gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.